Frau Verhofstadt, Entschuldigung. Frau Harms, bitte sehr. Ich finde, wir sind in einer ziemlich schwierigen Abstimmungssituation. Meine Erfahrungen bei meinen beiden letzten Besuchen in Polen, wo ich über die Lage diskutiert habe mit sehr unterschiedlichen Gruppen an Universitäten, mit Abgeordneten, mit KOT, mit Konservativen, mit Progressiven, war mein Eindruck, dass natürlich ein großes Interesse daran besteht, wie im Europäischen Parlament diskutiert wird. Aber ein Interesse besteht insbesondere unter den Pro-Europäern in Polen gerade überhaupt nicht. Nämlich, dass das Europäische Parlament sich zerstreitet an der Frage, wann wir etwas abstimmen. Und weil ich die Unterstützung eigentlich dieser proeuropäischen, demokratischen Bewegung in Polen, wo ich den Eindruck habe, die erringen gerade sich Europa und die Freiheit und die Grundrechte neu, weil ich die Unterstützung so wichtig finde, glaube ich, dass wir an dieser Stelle in diesem Haus möglichst breit zusammenstehen sollten. Ich weiß, dass sie das nicht überzeugen wird. Ich gucke da insbesondere Herrn Weber an und seine Fraktion und denke, dass wenn wir uns auf September einigen können, dass das für uns und auch für die Europäer in Polen sehr gut ist. Okay, Herr Weber.